geht das Fräulein Christel zum 5 Uhr Dienst. Bristol, denn heute ist der Anfang der Saison. Es kamen viele Gäste zum großen Wiener Feste, der Lord von Neudetschein und Mr. Kohn. Alles tanzt, oh yes, zu den Tag der Chess, und so hört man nicht, wie das Fräulein spricht. Aber Mr. Winterstein, ja, was fällt denn Ihnen ein, dass Sie mich jetzt küssen wollen? Ausgerechnet hier, ja, sind Sie denn nicht ganz normal? Mittendrin im Tanzlokal wollen Sie euch, Gentlemen, so etwas von mir? Ja, sind Sie nicht so keck? Gleich die Hände weg, sonst ruf ich Mama, a Tempo ist sie da. Aber Mr. Winterstein, wer wird denn so stürmisch sein? Kommen Sie um 8:45, dann sind wir allein. Jedoch der junge Mister die zarten Hände küsste und sagte, you are so beautiful, so schön. Die großen blauen Gucker, die Zähne weiß wie Zucker, das hab ich in New York noch nicht gesehen. Süße kleine Miss, gib mir eine Kiss, ich brenn lichterloh, doch sie ruft, oho. Aber Mr. Winterstein, ja, was fällt denn Ihnen ein, dass Sie mich jetzt küssen wollen? Ausgerichtet hier, ja, sind Sie denn nicht ganz normal? Mittendrin im Tanzlokal wollen Sie als Gentleman so etwas von mir? Sind Sie nicht so keck, gleich die Hände weg, sonst ruf ich Mama, a Tempo ist sie da. Aber Mr. Winterstein, wer wird denn so stürmisch sein? Kommen Sie um 8:45, dann sind wir allein. Der Abend geht zu Ende, man schüttelt sich die Hände, die letzte Nummer spielt die Tanzmusik. Es plaudern mit Geflüster die Christel und der Mister, sie schaut ihn an mit sehnsuchtsvollen Blick. Da verlöscht das Licht, doch er rührt sich nicht, weil er es nicht wagt, bis das Fräulein sagt, aber Mr. Wintersteiner, fällt es Ihnen nicht mehr ein, dass Sie mich haben küssen wollen, ausgerichtet hier, jetzt ist bitte endlich mal niemand mehr im Tanzlokal, handeln Sie als Gentleman, dass ich etwas spüre, sind Sie bissel keck, ich schau bissel weg. Und die Frau Mama, die ist ja gar nicht da. Aber Mr. Winterstein, bitte bissel stürmisch sein. Jetzt ist längst schon 8:45 und wir sind allein.